Dass auch ein Schützenverein Karneval kann, bewiesen jetzt die Georgius-Schützen auf ihrer Karnevalsgala wieder einmal in Eigenregie. Zwar durften neben dem Bocholter Prinzenpaar Klaus und Claudia, der Stadtprinzengarde, Helena und Svenja auch externe Auftritte nicht fehlen, den größten Anteil aber hatten vereinseigene Tänzer und Büttenredner. So etwa Gabi Bollwerk, die Bocholt TV-Zuschauern auch als Ida van Meckenen bekannt ist, an diesem Abend aber dem Elverrad einheizte. Thema Nummer 1 aber war unumstritten das Bocholter Brauhaus. So auch bei Margit Bungert. Wusstet ihr das alle eigentlich schon? Jedem Mitglied gehört quasi ein Stückchen davon. Ab sofort mache ich jetzt von meinem Hausrecht Gebrauch. Denn die meisten Pächter standen bei der Bewirtung ja völlig auf dem Schlauch. Ist ja klar. Nur mit Türkenhochzeiten und Abi-Vorfäden allein spielst du doch so ein Gebäudeunterhalt nicht ein. Denn die Türken bringen ja immer einen eigenen Hähnchenwagen mit. Und die trinken generell gar kein Bier. Und das junge Volk kommt vom Vorsaufen und kotzt hier nur vor der Tür. Ja, deshalb muss dringend eine Brauhauslösung her. So kam mir dann auch die rettende Idee, wir gründen im Brauhaus eine Alters-WG. Da sich die Jugend an diesem Abend rar machte, sprang der Elverrat dann auch selber in die Bresche. Gefolgt von der Kabbesgarde und den Sporker Grenztröpfkes. Die huldigten nicht nur den ständig streitenden Piloten, sondern stellten den Georgius-Schützen auch ihren Saal zur Verfügung. Für Bertolt Blesenkemper alias Zorro Anlass genug, sich Gedanken über den Heimweg der Bocholter Partygäste zu machen. Bocholt ist, was ich beschwöre, ein Paradies für Taxichauffeure. Weil große Feste mit Gästen satt finden ja nicht mehr in Bocholt statt. Für Abi-Vorfäden musst du seit Jahren zur Werther Stadthalle hinfahren. Manche fahren mit dem Drahtesel zur Niederrheinhalle bis nach Wesel. Georgius-Karneval allemal feiert man im Sporker Saal und das Thronfest wird gepflegt, in das Tanzcenter verlegt. Für große Galas, das ist doch doof, musst du zum Borkener Fennhof. Traurig. Jawohl. Die Stadt, die lässt es derweil krachen und investiert in andere Sachen. In Swap-Geschäfte, und zwar in Miesen. In die Untertunnelung von Wiesen. In Gründerzentren, in die kein Schwein zieht. In Lichtstelen, die man ohne Licht nicht sieht. In versenkbare Papierbehälter, in teure Managergehälter, in millionenteure Projekte, in rostansetzende Kunstobjekte, in Parkleitsysteme und wie ich schätze, in Katzenklos und Hundeplätze. Meckern aber kann ja bekanntlich jeder. Wer es besser machen will, hätte allerdings bei den diesjährigen Bürgermeisterwahlen die Chance dazu. Da aber fehlt es laut Zorro noch an geeigneten Kandidaten. Ich verspreche euch in die Hand, wenn sich bis früher keiner fand, wenn's von den Parteien keiner wagt und Nebelow den Kampf ansagt, dann sag ich hier mal ganz salopp, dann übernehme ich den Job. Zorro vor der Rathaustür, die Finger hoch, wer ist dafür? Zumindest seine Schützenbrüder hat Zorro schon mal überzeugt. Ich kann euch versprechen, das wird eine Schau. Das war's von mir heute. Buckelt! Ja.